Ein wunderschön, wir sind hier bei. Boah, hat es gerade. Lol, hab gerade jemand im Hintergrund gesehen, dass er gerade so Boss gerade geschafft hat. Ja, wir sind zurück bei Folge 57, Kicker Heroes. Ja, wir haben mittlerweile 16.000 Hero Souls wieder angespart. Haben damit schon den 11. Ascension Soul zur Verfügung bei der nächsten Transcension. Für den nächsten brauchen wir noch mal 13.000. Man merkt, es wird immer mehr. Wir haben aber schon fast 3.000, also brauchen wir nur noch 10.000. Ja, dann hätten wir quasi schon 11, 12 Transcension Souls. Ancient Souls. Goddammit. Nichtsdestotrotz brauchen wir hier bei der noch ein bisschen. Wir sind gerade bei Level 450, das geht. So. Was haben wir hier wieder? Oh, ein bisschen was fertig. Sehr schön. Einmal 52, nochmal 52 und einmal 53. Das ist ganz geil. Können wir das gut gebrauchen? Ich weiß ja nicht. Oh, eine Goldkiste. Sehr schön. Mit der kriegen wir bestimmt wieder 4 Levels. Dann haben wir schon mal 300. Jawohl. Und schon geht's wieder schneller. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir brauchen 8,52 für das nächste Level ein. Wir bleiben auf 25er Status. Ach man, ey. 8,52 brauchen wir. Oh, lol. Was kriegen wir jetzt sogar? Genau, 8,52 brauchen wir. Das kriegen wir hier locker zusammen. Gerade sogar noch mal mehr geworden. Nice, gefällt mir. Wird ja immer pro Ebene, die wir schaffen, kriegen wir ja hier quasi immer mehr Gold raus. Weswegen ich das immer gerne so weit herauszögere wie möglich. Aber ganz ehrlich, nehmen wir einfach mal. Wow, danke dafür. Jetzt können wir den nämlich gleich hier auf Level 400 pushen. Und schon mal wieder in Stackelphase. Yay, Hardcore. Gut. Das heißt, ja, erreichen wir die 55er-Zone, wäre ganz geil. Wenn nicht, können wir die quasi schon erzwingen, falls das nicht gehen sollte. Wir warten ja noch ein bisschen. Ich habe übrigens auch vorhin mal geguckt. Ich habe mal zwischenzeitlich, deswegen habe ich erst 16.000 Hero Souls. Ich habe zwischenzeitlich mal Ascension gemacht, komplett aktiv. Heißt also wieder hier gleich von Anfang an beide Finger rauf und komplett mittels Combo spielen. Da bleiben wir mittlerweile sogar schon früher hängen als bei dem passiven Build. Oder man muss auch dazu sagen, dass das auch daran liegt, dass wir mittlerweile unseren aktiven Build komplett vernachlässigt haben. Der steht immer noch gerade mal bei 0,15% pro Klick. Das ist ein Witz. Normalerweise hätte ich ihn mittlerweile schon längst auf 1%. Aber gut, das ist halt daher geschuldet, dass wir hier halt so absolut wenig Hero Souls bekommen. Normalerweise, wenn ich 10.000 Hero Souls zusammen habe, dann ist der schon längst auf 1%. Von daher wäre jetzt sogar schon fast auf 10% normalerweise bei mir. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Wow, ihn um 100 Level weiterzubringen, kostet mehr als hier ein Level zu kaufen. Na gut. Ihn bringe ich auch meistens, also jetzt bei den ganzen Runs, die ich schon mal gemacht habe, habe ich ihn auch immer nur bis Level 475 geschafft, also genau 100 Level, nicht geschafft, gebracht. Heißt also genau 100 Level mehr als Frost lief. Das hat bei ihm genau dann ausgereicht, wenn er Level 475 war, konnte ich danach direkt auf ihn überspringen. Das war so ganz geil. Hat immer ganz gut gepasst. So, mittlerweile hört irgendwie unsere Instakill-Phase schon auf. Ist ja langweilig. Mann, wo? 487, ja. Gut, 486 wäre besser gewesen, aber okay. 487 ist zumindest der mathematische Koprozessor. Geht ja.
Okay. Ja, wenn ich mir das Ding hole, könnte ich gleich. Danke dafür. Wow, zwei Level. Naja, immerhin. So, machen wir wieder für eine Insta-Kill-Phase. Passt doch, easy, no problemo. Setzen wir gleich mal die Hand wieder auf dem Abzug. Finger auf dem Abzug, meine ich doch. Hand auf dem Abzug macht überhaupt keinen Sinn. Außer man ist so eine, ja, ganz abgemagerte Barbie, wo einfach so der gesamte Arm so dünn ist wie so ein Finger und auf dem Abzug passt. Anderweitig würde das keinen Sinn machen. So, wie gesagt, 16.000 Heroes-Souls. Wir können also mal gucken, was wir hier wieder machen. Und können tatsächlich auch mal ein bisschen verschwenderisch sein. Das heißt, den gleich mal so hochleveln, wie es geht. Und alles verschwenden. Spaß. Nee, so verschwenderisch natürlich nicht. Aber wir können ihn zum Beispiel, wie teuer werden 100 Level? Gut. Lohnt sich das überhaupt? Na gut. Boah, Alter, wir haben schon 160.000 Klickbonus. Ne, das ist natürlich klar. Das ist natürlich kräftig. Gut, ich bin immer noch nach wie vor dabei, dafür die hier zu leveln. Alles mal schön auf Level 100. Da flackert schon wieder der Bildschirm. So, wo war der andere? Hier oben. So, jetzt habe ich erstmal alle auf 100. Also die preiswerten. Weitere 100 Level würden jetzt gleich 15.000 kosten. Und ja, von daher muss das jetzt so erstmal, sag ich mal, reichen. Und ich würde lieber hier ein bisschen was rein investieren. Ja, muss reichen. Erstmal. So, jetzt haben wir wieder nur noch 3.000 Euro Souls. Schade. Okay. So. Ich mag Insta-Kill-Phasen. Da sieht man immer so ganz kurz die Monster aufplöppen und mehr nicht. Wobei ich nicht weiß, ob ihr die Monster überhaupt aufblitzen seht. Also jedes Mal zumindest. Weil ich nehme ja immer nur 24 Bilder pro Sekunde auf. Blu-ray-Standard quasi. So. Oh, schon Level 3. Okay, was haben wir hier bekommen? Kommt, das bringt absolut gar nichts. Von daher können wir das mal schön hier hallo. Verschleudern. Danke. So, haben wir wieder 380. Hier habe ich schon wieder was. Achso, ja, hier. Danke dafür. Ja, nichts bekommen. Oh Gott. Ah, nee. Bis heute Abend schaffe ich das auf jeden Fall nicht. Außer ich mache erst um 11 Uhr, also um 23 Uhr eine Aufnahme. Aber alle anderen, die genau, wir machen noch länger. Ist so bescheuert, ey. Oh, was zur Hölle. Egal. 12, ein Achtel einer Quick Ascension. Ich weiß nicht, wie viel kriegen wir gerade bei einer Quick Ascension. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Das hier. Quick Ascension wären. Na gut, wir kriegen 1000, also fast 1000 Hero Souls. Ist ein Witz, aber besser als gar nichts. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, der nächste Hauptklicker würde schon 200 kosten. Machen wir aber nicht mehr. Mehr als zwei werden wir nicht brauchen. Das heißt, die ganzen nächsten Hero Souls werden wir. Hero Souls. Die ganzen nächsten Smaragde, Rubine. Smaragde. Rubine? Was ist das jetzt? Passiv Autoklicker? Man kann euch sehen, wie viel. Rubine. Die nächsten Rubine werden wir schön sparen, bis wir 50 haben. Für die nächste Transaction. Bis zur nächsten Transaction werden wir locker mehr als 50 haben, aber die restlichen bald war trotzdem einfach mal sicherheitshalber. Ansonsten alles andere lohnt sich halt wirklich einfach gar nicht. Das hier lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht, weil man merkt, wie schnell kriegen wir Geld. Ja, alle 10 Level, das ist ein Witz. Und dafür 30 ausgeben, das hier genauso. Drei Reliquien. Mache ich drei Ascension, dann habe ich auch schon drei Reliquien, mindestens.
Meistens kriegt man Produzenten sogar, oder ab und an kriegt man sogar zwei. Das heißt, das ist auch nicht verhältnismäßig. Für ganz grobe Anfänger, okay, vielleicht, ja, wenn sie gerade hier wirklich 500 Rubine haben, dann auch mal nach einer Transaction hierfür 40 kann man vielleicht machen, okay, aber ansonsten nein. Das hier ist so lala, weil es kostet gerade mal 20. Kann man machen, wenn man wirklich eben auch wieder gerade eine Transaction gemacht hat und schnell Gold braucht. Ansonsten, um wirklich stark hoch zu leveln, wenn man schon weit fortgeschritten ist, bringt das auch nichts. Warum, habe ich letztens erklärt. Weil, ja, das hier ist halt, ich weiß gar nicht, das ist für 24 Stunden, ne? Ach ne, 8 Stunden. Ja. Auf jeden Fall wäre, wenn man 8 Stunden spielt, würde man wesentlich mehr rausbekommen, als wenn man das hier macht. Weil das bedeutet, der Preis ist, wie wenn man 8 Stunden lang gar nichts macht, was man dann bekommen würde. Das bekommt man hier. Ja, und das hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich weiß nicht, ob das. Ne, wisst ihr schon. Ob das quasi hoch 2 ist oder mal 2 immer ist. Nein, also. Hä? Nein. Also quasi, ob das hier ist, wenn man das zweimal gekauft hat, dass man dann praktisch den dreifachen Schaden macht. Wenn man das 50 Mal gekauft hat, man den 51-fachen Schaden macht. Oder ob das so ist, wenn man das viermal gekauft hat, man den 16-fachen Schaden macht. Oder wenn man das viermal gekauft hat, man den 1024-fachen Schaden macht. Ist halt immer die Frage, die Sache, wie das hier berechnet wird. Wenn man mehrere kombiniert. Weil ansonsten für zweifachen Schaden 50 ausgeben, bringt halt so überhaupt gar nichts, weil. Wie gesagt, doppelter Schaden heißt, man schafft nicht mal einen Boss mehr. Weil von einem Boss zum nächsten Boss, die machen so zwischen den 4- und 10-fachen Schaden. Heißt also, um einen Boss zu schaffen, also wenn man einen Boss schafft, braucht man nochmal den nächsten, braucht man nochmal den 10-fachen Schaden, um den nächsten Boss zu schaffen. Merkt man ja hier immer wieder, wenn wir machen, wenn ich hier irgendwas ausgebe, machen wir Insta-Kill. Ja. Das heißt also, wir machen Schaden und das reicht gerade mal für weniger als drei oder vier Bosse. Also muss man sich immer schon überlegen, was sich lohnt und was nur gut klingt. Und viele Sachen klingen halt leider einfach nur gut und sind es leider nicht. Zumindest nicht auf Dauer gesehen. Also auf Nachhaltigkeit. Und ich gehe lieber auf Sachen, die nachhaltig sind und das ist unumstritten, zum Beispiel der Autoklicker. Weil der nimmt uns halt ultra viel Arbeit ab. Und kostet halt der erste gerade mal 100. Und das ist wirklich etwas, ja. Damit kannst du geile Sachen machen, wie zum Beispiel die Combo mit der, mit, die, mit unserem Jojo, hier Juggernaut. Oder halt du kannst idlen und dabei hier Monster hochleveln lassen die ganze Zeit, ohne selber immer wieder nachgucken zu müssen. Deswegen, das bringt wirklich etwas. Und daher ist das halt das Einzige, wofür ich bisher in meinem gesamten Leben, ja doch, kann man so sagen, in meinem gesamten Leben jemals Rubine ausgegeben habe. Apropos Hochleveln, da war ja was. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wow. Wisst ihr, hier stand so genau 1E55 und hier aber jetzt statt 1E70 hinzuschreiben. Nein, es muss wieder unsere gute 99999999 sein. Ach, und die steht sogar. Genau. Q, das was ich letztens gesagt habe, hier mit dem Max, ne? Mit dem Max-Planck-Institut of Technology. Das sind also doch fast 10.000. Hier. Drücke Q, also Q ist ja hier Max. Und das gibt halt einem nicht das Maximum, was möglich wäre, sondern maximal 9.999. Also knapp 10.000, aber einer weniger. Wo ich mir so denke, wer kommt auf die Idee? Wer hat es gemacht? Wer möchte gescheinigt werden? Das ist so nicht regelkonform, ne? Also ich meine, fahrt Wikipedia. So, hier haben wir alles drin. Können wir hier irgendwas hochleveln? Ist alles zu teuer, ne? Bringt uns ja was? Ja, genau.
Fortuna, Chance auf Thema Gold, das wäre halt geil. Ist er der Einzige, der das macht, oder macht es auch noch andere? Fortuna. Was? Er ist bisher der Einzige, der das macht? Lol. Haben wir Fortuna? Nö. Heißt also, unser gesamter hier 10-fach-Bonus kommt ausschließlich durch ihn. Na, wisst du was? Du können wir dich auch noch mal ein bisschen hochleveln hier. Können wir ein bisschen mehr. So, wow, jedes Mal nur 0,02% mehr. Ist ja nicht gerade sehr viel. Na gut. Das heißt gar nichts. Arschloch. So, hä? Warum ist der Finger schon wieder weg hier? Hallo? Habe ich die gerade weggenommen? Kann sein. Keine Ahnung. So, jetzt können wir. Jetzt kannst du weggehen, weil jetzt können wir nämlich hier auf. Ah, ne, ist Level 100. Ach man, oh. Arschloch. So. Haben wir wieder 5400. Die Frage ist, 2E61. Die Frage ist, springen wir? Oder lassen wir... Komm. Fuck off. Oh ja, Alter. Das hat jetzt aber gesessen. Wir haben genau bis Level 200 geschafft. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nice. Oh, Alter, auch noch zwei Level und wir kriegen den nächsten 4-fach-Bonus. Komm, zwei Level schaffen wir noch locker hier. Ich muss zugeben, so hoch hatten wir Atlas noch nie gelevelt, oder? Oder bin ich jetzt raus? Nee, doch, Atlas hatten wir noch nie so hoch. Ey, wir können... Bin ich das bescheuert? Wir sind... Doch, wir sind Level 600. Eben, das war bisher das Höchste, was wir hatten. Das Höchste war Level 650 oder sowas und da war er auf Level 150 oder sowas. Aber wir hatten ihn noch nie auf Level 200 gehabt oder halt da drüber. Lol, das heißt, wir haben jetzt gerade einen Rekord gebrochen. Ist ja nice. Mir steht es ja irgendwo. La la la, höchstes Level. La la la. Nein. Da, 614. Oh. Ich dachte, wir waren schon 650. War ich mir fast sicher. Dass wir schon 650 waren. Na gut, dann haben wir unsere Rekorde gleich alle gebrochen. That is nice. Mal wieder. Nice, nice, nice. So nice, das kann aber greifen. Ja. Lololololol. Oh, noch zwei Levels. Bom. Yay. Ja, aber mittlerweile, wenn man nicht mehr darauf angewiesen ist, darauf zu sparen, dann geht es mit diesen Rubinen eigentlich voll klar. Also, ja, okay, es war am Anfang ein echter Krampf. Am Anfang hätten wir definitiv mehr gebraucht. Aber jetzt so nebenläufig bekommt man eigentlich relativ gut Rubine. Nur halt den ersten Autoklicker, der uns halt so viel Arbeit abgenommen hätte, hätten wir schon viel früher holen können, hätten wir nicht auf dieser Version gespielt, sondern auf einer richtigen Version. Hä? Alter, die nächsten Level sind ganz schön teuer, kann das sein? Halleluja. Ah ja. Hä? Ach, was mache ich denn da? Wow. Ja. Das war der intelligenteste Move, den ich jemals gemacht habe. Ich möchte mich spontan selbst erschießen. Danke dafür. So, hier noch eine Minute. Ha, ist ja geil, ist auch unsere Combo wieder weg. Beziehungsweise unser Idle-Status wieder da. Tja, alles andere dauert hier noch ewig, ne? Ja. Nächste Mal Gold bekommen wir... Ja. Morgen früh. Nee, heute Abend. 5 Stunden ist schon wieder. Ist heute Abend. Geil, Omato. Das nehmen wir morgen früh. Vielleicht. Warte mal ganz kurz. 17 ist jetzt um 15 Uhr. Das wären 17 Stunden. Also 5 Stunden. Ja, könnte mit 8 Uhr gerade so
17 Stunden 10, das wäre dann 8.30 Uhr. Na gut, mal gucken, wann wir dann morgen aufnehmen. Je nachdem, wann wir aufnehmen, entscheidet sich dann, ob wir das da bis dahin bekommen oder nicht. Wäre aber nochmal geiler Boost. 62. Naja, besser als gar nichts. So. Dann gucken wir mal schauen. Können wir jetzt mal bitte langsam hier noch zwei Level bekommen? Ich hätte gerne den nächsten vierfach Boost. Das wäre mir schon ganz lieb, wenn wir das, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Mhm. Arschloch. Schau, ich weiß gar nicht mehr, bis wohin das geht mit dem, dass das immer E15 teurer wird. Müsste ich mal mit meiner schlauen Version gucken. Terra glaube auf jeden Fall auch noch. Jetzt müssen wir noch jetzt kurz hier gucken. Bitte. Ja, ich habe hier gerade richtig Schwein. Ich habe hier bei mir eine 12 Stunden Quest bekommen für meine Dixterbumster, bei der ich 80% einer Quick Ascension bekomme. Na? Und das für eine 8 Stunden Mission, das geht. Vor allem eine Quick Ascension bedeutet bei mir einfach mal schon 7 E14 Hero Souls. Das heißt also, ich kriege so ungefähr, also 7,8 E14 Hero Souls bekomme ich bei der Quick Ascension. Das heißt, ich bekomme so ziemlich genau, ja doch, knapp unter 7 E14 Hero Souls. In nunmehr 8,5 Stunden. Das ist nice. Gut, was ich angucken wollte, ist hier, man sieht hier mal nicht Originalpreis, das finde ich voll scheiße. Gibt es eine Kostenliste? Muss es ja irgendwo im Wiki geben. Eine Kostenliste. Ah, das ist schon der nächste Held, der wird auch gleich platt gemacht. Schaffen wir den? Doch, doch, klar schaffen wir. Locker. Wow, Tiochenrekord. Das ist das erste Mal, dass wir mehr als, oder wesentlich mehr als 7000 Hero Souls bekommen. Badam. Weil unser höchstes war ja 7004 Hero Souls oder so. So. Klicker, Heroes. Guck mal, ob hier auch die Preise drin stehen. Ich glaube ja eher nicht. Doch, hier stehen die Preise mit drin. Base Cost. Genau. Losgehen tut's denn mit hier mit ihm. E15 mehr. Das gibt es 35, ne? Ne, 45. Hä? Hier sind die Preise ja ganz anders. Ach nee, bis 235. So rum war das. Bis 235, nicht bis 135. Okay, genau. Das hier ist der letzte, der dann. Wo ist denn der jetzt? Da oben. Der letzte, den ich auch gerade habe. Ja, das ist hier meiner. Und ab da geht es ja nämlich los mit Verdopplungen. Heißt also, hier ist nicht ganz eine Verdopplung. Das wäre, wenn es 250 wären, dann wäre es eine Verdopplung. Ja, ne, sind die echt bescheuert, hätte hier noch locker einen Helden zwischenknallen können. Die hätten hier noch einen Helden machen können für 2E50. Das wäre dann nämlich genau wieder 15 mehr. Und dann hätten sie den 500er nehmen können. Dann wäre es nämlich mit der Verdopplung, da hätte es nämlich genau hingehauen. Wäre es nämlich 250 gewesen. 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Okay, unten haut es auch nicht mehr hin. Die kosten gleich viel? Was ist denn hier los? Ach so, das sind doch die beiden, die zusammengehören. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Genau. Das sind die beiden, die sich gegenseitig auch nämlich hoch Dings da boomstern. Das sind so zwei Spezialdinger. Genau. Alle seine Upgrades sind für seinen Bruder.
Und hier alle deine Upgrades sind für seinen Bruder. Das sind nämlich so zwei Spezialkandidaten. Die sind komplett außen vor. Und ja, die sind quasi, das kostet auch gleich viel. Die kommen quasi gleichzeitig. Alter, meine Stimme geht gerade weg. So, dann geht's hier wieder weiter mit E. Genau, wieder doppelt. Hier auch wieder nicht ganz doppelt. Okay, ja gut. Ja, eben, ab hier sind ja sowieso wieder, sind ja auch wieder Special-Dinger. Das sind diese vier Schwestern. Wird mächtig teuer. Das wird echt mächtig teuer. Und wir können mit unserer Version gerade mal alle bis 16.000 oder bis 8.000 kaufen, bis den hier. Oder haben wir es hier auch schon? Ich glaube, ja. Xavier müssten wir auch schon haben. Xalalavala. Gott, sieht ja hier alle anders aus. Aber Xavier dürfte sie sein. Nee, doch, bis Matzen. Okay, dann ist doch sie die letzte. Und wie gesagt, das ist hier bei uns. Ne? Und bis hier wird halt nur noch verdoppelt. Also 1000, 2000, 4000, 8000. Und nein, wir werden das hier nie erreichen. Im Let's Play sowas von absolut gar nicht. Ich meine, wie gesagt, ich bin bei meinem Spiel, wo ich aktiv spiele wie so ein Berserker, gerade mal hier, ja, E200. Gut, mittlerweile bin ich schon jetzt bei 330 oder 340 oder irgendwie so, also weit hinter 300. Wow, 333. okay. Die Zahl des Teufels, ich spiele wahrscheinlich zu viel Doom. Ja, das ist mein aktueller Kontostand. 3E333. Das ist quasi das, was ich gerade aktuell besitze. Und ja. Von daher bin ich froh. Bin ich ganz froh, wenn wir im Let's Play die 100er-Marke knacken. Ne? Danach werden wir sowieso, also wie gesagt, wir werden in naher Zukunft sowieso erstmal transzenden, also in naher Zukunft, abgesehen jetzt hier, ne? Und dann bin ich sowieso mal gespannt, was dann erstmal hier rauskommt. Gott, die nächsten Level sind ganz schön teuer, aber gleich müsste das nächste kommen. Ja doch, gleich müsste das nächste kommen. Bitte wieder rauf. Genau, von daher, wenn wir dann nach der nächsten Transaction erstmal wieder von vorne anfangen müssen, logischerweise, ist ja immer so. Und dann werden wir uns erstmal wieder hocharbeiten. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade bei 70 oder so. Ja, bei 60. Heißt also, bis 200 werden wir lange brauchen. Und von daher werden wir das hier unten erst gar nicht in Angriff nehmen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es als quasi als Abschluss des Let's Plays, danach der Transcension. Wird ja unsere letzte Transcension sein wahrscheinlich, danach mache ich, werde ich keine Transcension mehr machen, einfach weil es fürs Let's Play zu langweilig werden würde. Fängt ja jetzt schon an, langweilig zu werden, indem, wenn man das so sagen möchte. Whatever. Ja, von daher werden wir, wenn wir die nächste Transaction haben, quasi als coolen Abschluss versuchen, ihn hier zu kaufen. Und so, als wir das geschafft haben, ist dann damit quasi das Let's Play dann auch quasi vorbei. Weil das ist die nächste große Hürde. Wenn wir ihn haben, wird der nächste er. Und wie gesagt, das werden wir im Let's Play nicht schaffen. Das können wir komplett vergessen. Ja, aber selbst bis dahin haben wir, wie gesagt, noch ein bisschen was vor uns. So, dann gucken wir mal hier weiter. Da, danke. So, was hast du denn mittlerweile so alles ergeben? Eigentlich, jetzt hast du hier zwei Level mit einmal gekauft? Warum denn das? Wir haben gerade ewig gebraucht, um auf Level 224 zu kommen. Und dann jetzt gleich noch ein Level drauf? Ist ja nice. Aber wahrscheinlich, weil wir uns gerade die Goldkisten holt. Hold this one. Yay, 516 Hero Souls. Oh, Halleluja. Damit haben wir denn 8000 Hero Souls. Naja, nee, nicht ganz. Da fehlt noch ein paar. Aber fast.
Holy moly. Das ist echt heftig. Und wir haben, weil wir jetzt weitergekommen sind, auch wieder. Okay, ein Guild. Eine Guild. Ein Guild. Er kriegt man immer nur alle 10 Level. Und ja. So, das heißt, mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Nope. Nope. Ja, hier schon gar nicht. Wir könnten jetzt nochmal senden, dann können wir hier nochmal was reinstecken, aber ganz ehrlich, das hebe ich mir mal lieber für heute Abend auf. Ich versuche jetzt einfach mal zwischen diesen beiden Folgen nicht zu ascenden, sondern einfach stupide, ja, einfach dumpf hochzuleveln. Ich werde vielleicht direkt nach der Aufnahme jetzt nochmal eine Ascension machen. Und die werde ich dann, wie, damit ich die Hero Scrolls gut geschrieben habe, damit ich nochmal ordentlich Damage mache quasi, einfach nur dafür. Werde aber auch sonst dann nichts machen, sondern werde dann halt einfach tatsächlich versuchen, stumpf hochzuleveln. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wie weit ich damit gekommen bin. Von daher. Na, schaffen wir den schon? Ne, ich glaube, den schaffen wir nicht. Doch, doch, könnte was werden. Könnte, doch, 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 das wird was. Das wird was. Oh mein Gott. Nice. Damit hätten wir die 8000 Tiers Holz geknackt. Ja, lol, ey. Okay, gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, ich habe jetzt hier soweit alles gemacht. Wow. Dann ascende ich mal ganz kurz. Und wir sehen uns beim nächsten Folge wieder. Ciao mit V.